Hi there und herzlich willkommen zurück zu Facepalmed. Einfach nur Facepalmed. America's 10 Most Wanted. Gott verdammt. Ich habe gegoogelt, wie ich es gesagt habe, denn in der letzten Folge sind wir ja nicht wirklich weit gekommen. Ich habe gegoogelt und habe leider nichts feststellen können. Beim letzten Mal hatte ich noch das Glück, dass, ich Videos auf YouTube gefunden hatte. Moment, da will ich jetzt erstmal nicht hin. Nur das Problem ist eben halt, dass dieser Typ nur 3 Videos hatte. Dementsprechend, habe ich nichts gefunden und habe es, aus eigener Kraft geschafft. Bevor ich euch aber die Lösung zeige, muss ich nochmal zurückgehen, denn ich habe beim Lösungsfinden ein Leben gefunden. Und das sollte ich mir auf alle Fälle merken, dass wir, ja gut, hier ist es nicht, aber dass wir, wenn wir solche Unsächlichkeiten, Nebensächlichkeiten kaputt machen, auch tatsächlich was davon haben können, Gottverdammt. Natürlich war das, wie gesagt, jetzt nicht das Leben. Das befindet sich unglücklicherweise am Anfang des Levels, so ziemlich, weshalb ich jetzt erstmal zurücklaufen muss. Was hatte ich für Ideen? Wie bin ich letztendlich auf, die Lösung gekommen? Ich bin mir jetzt nicht sicher, wo was wie war. Jetzt mal abgesehen vom Leben, deswegen schieße ich sicherheitshalber nochmal alles kaputt. Tja, also, wir hatten ja da diesen tollen Pfeil. Und ich hatte dann die Idee, vielleicht müssen wir irgendwie was aufsprengen. Und nachdem ich fast alle meine Schrotkügelchen verramset habe, dachte ich mir, hey, wo war denn der? Hier war noch irgendwo, war das gerade? Wir hatten noch irgendwo so einen Spasti am Fenster, der gewunken hat. Und, da dachte ich mir, dass er mir vielleicht was gibt. Weil wir wissen ja, in der letzten Mission haben wir von dem Typen da einen Schlüssel gekriegt. War zwar an sich nicht eine Geisel, aber, er hat es trotzdem gemacht. Und deswegen war das ja... What the fuck? Das ist jetzt nicht dein Ernst. Leute, hier war das Leben. Jetzt ist es eine kugelsichere Weste? Ihr könnt mich alle mal am Arsch lecken. What the fuck? Leute, ich habe mir das nicht eingebildet. Hier war ein Leben. Hier war ein Leben. So, das war jetzt mal ein Synchro-Check. Gottverdammte Scheiße. Ey, das ist echt ein Witz. Da komme ich also hin und hey, Mensch, da habe ich ja den Leuten was zu präsentieren. Ich habe ein Leben gefunden. Ja, Gott, fick dich doch. Leben? Niemals. Nicht im Let's Play. Ravon, wenn du das offline spielst, dann können wir dir gerne Leben geben. Aber so, nee. Na gut, sei es drum. Gehen wir nun also zur Lösung, wenn ich den Weg wieder zurückfinde. Ja, die Lösung ist eigentlich ganz einfach. Wir haben sie ja schon in der letzten Folge gesehen. Wir können da drüben tatsächlich rüberspringen. Nur das passiert eben nicht von jetzt auf morgen, sondern eher von jetzt auf in 3 Jahren. Weil das sah ja für mich in den ersten 30 Versuchen schon so ein bisschen nach unsichtbare Wände aus, ne? Und ja, ich habe dann ganz zum Schluss nochmal verzweifelt probiert, da rüber zu springen. Dachte mir, komm, einmal versuchst du noch. Und dann hat es tatsächlich geschafft. Also das hat jetzt irgendwie hier 20 Minuten gedauert insgesamt mit dem Leben und so weiter. Und zwar ist es hier. Seht ihr, das sieht nach unsichtbaren Wänden aus. Aber hey, nein. You have to try harder. Ja, was auch immer. Dann könnte ich mich ja rein theoretisch nochmal hier ganz kurz umschauen, ob ich da noch irgendwas... Nee, sieht nicht so aus. Doch heißt, ich lasse mich da mal hier fallen. Ich muss mal kurz die Lage checken, nicht, dass ich hier wieder gleich zu Beginn erschossen werde. Achso, Leiter. Ich wollte gerade sagen. Sind die von mir? Wieso greifen die an? Nein, okay. Ah, da habe ich mir genau die falsche Seite ausgesucht, oder was? Verdammte Axt. Oder verdammte Schrotflinte in diesem Fall. Yay, okay. Ich will ja eigentlich hier, guck mal, hier ist was. Unverwundbarkeit. Geil! Bringt sie um! Ich bin unverwundbar! Magic! It's magic! It's magic! Oh yeah! Ich kann doch nicht dort... Ah, ist klar. Gut.
ich sollte diese Unverwundbarkeit auch mal nutzen, ne? Und nicht irgendwie erstmal eine Runde Kaffee trinken gehen. So. Okay, häng dich auf. Moment, ich starte nochmal Fraps neu. So. Solange sich der Emulator nicht aufhängt, habe ich ja kein Problem damit. Wie lange gehen die 45 Sekunden noch? Habe ich noch Zeit? Habe ich noch Zeit? Sieht so aus, als hätte ich alle gekriegt. Yes, okay. Ah, nein, da ist noch einer. Wap. Ich bin mir nicht sicher, ob sie das mögen. Ich bin mir aber nicht sicher, ob man deine Sprüche hört, weil du so leise redest, Siva. Aber okay. Du sollst mir auch nicht ins Wort fallen. Gut, das haben wir jetzt geschafft. Das lasse ich liegen. Wobei, es wird wahrscheinlich so sein, wie in der letzten Mission. Deswegen nehme ich jetzt einfach mal alles mit, weil ich nicht davon ausgehe, dass ich wieder zurück kann. Ja gut. Wir haben also ein neues Objekt einsetzen dürfen. Herzlichen Glückwunsch. Hätte man sich aber auch im Grunde sparen können. Wow. Oder auch nicht. Ich wollte jetzt niemanden verärgern. War das gerade einfach das Echo meiner Knarre oder... Was war das gerade? Sehr seltsam. Ich meine, okay, wir haben eine Menge Gegner, aber wenn ihr mir so ein Unverwundbarkeitsding gibt, dann sehe ich da nicht wirklich einen Sinn. Wobei, ich habe anscheinend noch nicht alle ausgerottet. Ah, nee, ich muss sicherlich jetzt hier noch irgendwie... Ich meine, ich kann nicht das Gebiet verlassen, da drüben war ja... Ah, scheiße. Sag mir jetzt nicht, ich hab das Nest, da wo die meisten Gegner sind, dass ich das einfach... Oh, fuck. Hallo? 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 Ach so. Dich... Markus, ich glaube, ich soll dich nicht töten, oder doch? Wow, natürlich. Wie fair. Wie fair. Ach, das ist er ja, bin ich dumm. Ja, klar, das ist er ja, der Vogel. Warte. Ganz ruhig. Ich warte. Ich kann nicht warten. Ich weiß nicht, wie viel Schuss er hat. Ja, greif doch an. Wie jetzt? Ich dachte, ich muss ihn wieder packen. Also dafür hätte ich die Verwundbarkeit wirklich gebraucht. Hallo. Jetzt kann ich ihn packen. And you're just a contract killer, you old man. I'm gonna teach you a lesson. Tatsächlich. Das war ein sehr tolles Gespräch. Aber lassen wir doch jetzt erstmal unsere Fäuste... unsere Fäuste sprechen. Guckt dir an. Guckt dir meine Fäuste an. Sie sind schwarz und haben Schnürsenkel. Und sind voll geil. Ja, jetzt. Ah, ich habe mich in Sicherheit gebogen. Das fand ich gut, Komm, töte ihn. Ja, Omnischlag. Oh Gott, das ist der Omnischlag. Die machen alle irgendwie dasselbe, hab ich so das Gefühl. Die haben alle beim selben Lehrer Unterricht gehabt, Gottverdammt. Verrecke. Beziehungsweise, ich nehme mich jetzt natürlich gefangen. Verrecken, später. Hat Amerika die Todesstrafe? Ich weiß es nicht, ich glaube nicht, aber ist ja auch egal. Wir können sie ja hier wieder einfügen, ist ja nicht so schlimm. Mein Gott. Have a drink. Ja. Ja, jetzt! Ach so, ich dachte gegen die Flasche. Alpha 1, this is Sierra 5. Fugitive is in custody of my location. Proceeding to next target. I understand. Proceed to next target. Jetzt haben wir dasselbe wie dasselbe Problem wie beim anderen, dass wir jetzt quasi schon zum nächsten Sträfling übergehen. Und ja, dementsprechend vielleicht nicht die Geschichte hören. Und ich kann es ja dann nochmal anwählen. Verrecke! Könnte mit dem jetzt auch voll boosten. Naja, gut. Irgendwas wollte ich gerade noch sagen, aber ich hab's schon wieder vergessen. Jetzt geht's wieder los. Was wollte ich denn sagen? Ich weiß es nicht mehr. Egal. Das habe ich hier eingesammelt. Gehen wir einfach mal weiter. Ja, dass die beim selben Lehrer hatten, logisch. Naja, ist auch egal. War wahrscheinlich eh so wichtig. Wir gehen jetzt einfach mal weiter. Und ja, wechseln das Gebiet. Leider. Also, ja. Ich würde ja schon gerne den anderen Fatz gehören. Vielleicht können wir irgendwie, er speichert ja jetzt Lukas Dingsbums. Vielleicht kann ich ja jetzt irgendwie mal, ich meine, wir haben ja jetzt quasi eine neue Ortschaft. Also beende ich jetzt einfach mal das Spiel. Er hat jetzt gespeichert. Ist mir persönlich sehr wichtig, sorry, aber ich meine, wenn sie schon hier probieren, irgendwelche Flüchtlinge näher zu bringen, dann wollen wir das auch richtig machen. Lukas Arca, Aker, Aker Baker vom Maker. Der Make, den Baked.
oder so. Lucas der backt. Benjamin Aker is the suspected leader of the Utah-based Patriots Militia Group. He is believed to be the main supplier of black market arms and explosives to drug cartels in Latin America, including the notorious Perez cartel. Aker is alleged to have manufactured several suitcase nukes for sale to drug cartels and terrorist groups. Aker should be considered armed and extremely dangerous. Habe ich das gerade richtig gelesen? Koffer, Atombomben? Ja gut. Ich muss jetzt nochmal ganz kurz hier Fraps erziehen, gottverdammt. Okay, dann sind wir jetzt mittlerweile beim vierten. Ich muss wieder auf die Uhr achten, gottverdammt. Ja genau. Sprengstofflager zerstören. Moment, wie war das jetzt gerade? Wir hatten doch das Missionsziel, hier irgendwie reinzukommen. Das ist wahrscheinlich die geheime Basis. Aber was ich nicht verstehe, Leute, was sollte der Pfeil da bitte? Der Pfeil bei diesem, in Anführungsstrichen, Friedhof. Was soll der Scheiß? Der hat mich doch total verarscht. Fällt mir jetzt erst auf. Oh Gott, da sind sie wieder. Die Typis. Wie gesagt, ich... Das ist mein Leben! Das ist mein Leben! Das wäre wahrscheinlich ohnehin hier gewesen. Das heißt, ich hätte jetzt 4 Leben. Scheiß Spiel. Trollen sie mich hier. Geht doch gar nicht. Okay, okay. Bam. Achso, das ist nicht die Laserwaffe. Ich dachte, ich hätte jetzt die Laserwaffe. Das ist die Laserwaffe, glaube ich. Und mit der kann ich auch nicht wirklich Auto-Aim. Sehr, sehr schade. Gut, nehme ich die Schrotflinte. Die Entfernung reicht ja. Realistischerweise. Ja, ja, ja. Achso, jetzt habe ich keine Muni mehr. Das ist aber doof. Hier habe ich noch 10. Aber dann nehme ich mal doch die hier. Bam, 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 bam. So viel Schuss brauche ich ja dann doch nicht, wenn ich mich richtig anstelle. Ohne Lebensenergie zu verlieren. Das bringt ja dann auch nichts, wenn ich... Das ist so dieses Resident Evil-Ding. Du sparst Munition, aber verlierst Lebensenergie. Toller Vergleich. Resident Evil mit Ego-Shooter. Ach, yes. Okay. Hier ist nichts. Doch, Moment, da ist was. Da kann ich runter. Das heißt, ich muss da wahrscheinlich ohnehin hin. Hin. Da kann ich hier vielleicht noch ein bisschen Munition einsammeln. Ein paar Headshots machen. So, lohnt sich doch der Arbeitstag. Moment, das darf ich nicht einsammeln. Das ist noch zu früh. Auto-Aim. Moment, wo zieht der denn schon wieder hin? Ach so. Da hat sich einer versteckt. Das Auto-Aim ist also quasi auch ein Anti-Versteckfinder. Ist sehr, sehr gut beim Versteckespielen. Stell ich mir so gerade vor, spielst Verstecke. So in der Grundschule. Läuft so, bis versteckst dich, läuft so ein Kind mit einer Waffe rum. Alle denken, er läuft jetzt Amok. Dann dabei will er nur die Verstecke finden. Also die Leute in den Verstecken, die Verstecke nicht. Braucht er ja nicht. Hab ich nicht eben da, ich wollte gerade sagen, Munition. Quatsch, Schutzweste gesehen. Hallo hier, wo kommt er jetzt her? Gott verdammt. Oh nein, nein, nein. Es werden immer mehr. Verreckt alle. Ah, du verreck mal ein bisschen schneller. Wir haben nicht viel Sendezeit. Ich meine, wenn man das mal zusammenschneiden würde, wie lange jeder zum Verrecken braucht, hätten wir aber auch schon ein Let's Play voll. Das kann ich nicht kaputt machen. Ja. Ich nehme mal an, dass... Ja, genau. Das waren wahrscheinlich die Koffer Atombomben. Ziemlich lasch, die Viecher, aber gut. Die sind halt im Koffer, ne? Vielleicht war der Koffer auch zu stark. Vielleicht hätte man Hiroshima ja damals auch verhindern können, indem man mit Koffern wirft. Ich weiß es nicht. Klingt doch logisch. Schrotflinte. Ja, ich weiß, es ist nicht lustig, aber da fällt mir so ein. Zufälligerweise. Ich habe letztens eine Dokumentation gesehen. Also momentan habe ich es wirklich mit Dokumentation. Also ich habe Sachen gesehen, da dachte ich so, wow. Alle hintereinander. Da dachte ich mir so, na gut, gucken wir jetzt noch 10 Minuten. Dann kommt die nächste Dokumentation. Ich ziehe mir die alle rein. Und da ging's. Worum ging's da? Da ging's auf jeden Fall um irgendwas. Und, da ging es auf jeden Fall auch um Hiroshima, irgendwie so nebenbei. Und er meinte da irgendwie, dass der eine hat, wie war denn das? Er hat irgendwie zu den Amerikanern gesagt, so, dass bei den Deutschen der Ver... What the... Hallo? Ach so, ich wollte gerade sagen, alter Schwede. Jag mir doch keinen Schrecken ein. Ja, da, weißt du? Da gehe ich gleich nochmal hoch und hol mir... Lass mich hier runter. Ja, genau. Mach's einfach von der Leiter aus. Wie ein Weltmeister.
Ja, irgendwie war das so, dass dass der Typ den die Amis angerufen hat und meinte, dass bei den Deutschen Verdacht auf eine Atombombe besteht. Und die Amerikaner haben daraufhin eine Atombombe gebastelt. Also, ja. Und haben die dann quasi auf Japan geschmissen. Moment, ich wiederhole nochmal, falls Fraps das gerade versaut hat. Hat die auf Japan geschmissen. Und das ist ja total bescheuert, auf jeden Fall. Ja, ich weiß leider die Einzelheit nicht mehr, deswegen tut mir leid an der Stelle. Aber guckt einfach mal ab und zu NTV, die wiederholen das ja sowieso oft. Ich verwechsel NTV oft mit N24. Dachte ich mir so, okay, auf NTV soll jetzt Nachrichten kommen. Ich schalte so rum, denk so, hä, da kommt doch jetzt gar keine Nachrichten. Und dann merke ich, achso, das ist ja N24 und nicht NTV. Oder vielleicht war es auch genau andersrum, ich weiß es nicht mehr. Gott verdammt, wieso habe ich mir jetzt ein Mini-Pack geholt, wenn da unten noch eins lag? Naja, gut. Da weiß ich ja, dass ich zur Not da hingehen kann. Kommt alle her, meine Freunde. Ich habe noch sehr, sehr viel Munition. Hat er mich gerade einfach ignoriert und ist da weitergelaufen? Der traut sich ja was. Ich meine, ich bin immerhin der beste Amerikaner der Welt. Ich löse alles. Naja, gut, das ist halt mein Job. Hä? Wieso hast du... Das Sturmgewehr war doch nicht alle. Wieso hat er gerade die Pistole ausgepackt? Wir machen hier nicht einen auf Fairplay. Oh, Moment. Apropos Fairplay. Das ist auch so ein Problem. Wenn der, wenn dein Bildschirm nicht rot wird. Du merkst gar nicht, wie du am Verrecken bist. Das ist aber gerade noch so gut gegangen. Aber warum eigentlich? Ich habe doch nichts falsch gemacht. Ich war doch schön in Deckung. Ja, Deckung. Ich stand da einfach wie so ein Vollidiot rum. Ja, ich dachte, ich könnte die irgendwie schnell erschießen. Aber so schnell ging das dann doch nicht. Oh, guck mal, ein Camper. Mensch. Spiel ist von 2006. Da gab es schon Camper. Ich bin ja entsetzt. Wahrscheinlich, na, ich meine, damals im Zweiten Weltkrieg haben sie bestimmt auch gecampt. Damals wussten sie campen in Russland. Wo sie dachten, hey, der Winter, ja, den stecken wir weg. Gehen wir doch mal in Sommeruniform, ne? Hab ich ja da auch gehört. Gott verdammt, wie kann man nur so bescheuert sein? Aber gut, selber schuld. Da waren ja die eigenen Wettervorhersager schuld. Die haben ja gesagt, dass der Winter total easy peasy wird. Verrat im eigenen Land. Na, das ist ja ganz was Neues, ne? Gut. Medipäckchen kam mir gerade gut. 3 Minuten noch. Kam mir gerade sehr gelegen. So. Da drüben ist nix. Dann kann ich also schon wieder mal in die Offensive gehen. Ich bin sowieso immer in der Offensive hier. Die sind doch alle am Campen hier, die Schweine. Oh Gott, nein. Fuck you. I'm not gonna die here a moment. Ich bin gerade so ein bisschen am Überlegen. Habe ich mir da die Reserve genommen? Wo ich so meinte, naja, dann kann ich ja zurücklaufen. Bin mir ziemlich sicher, aber ich gucke lieber nochmal nach. Ja, okay. Das ist natürlich nicht so gut mit 3%, aber ich habe hier, glaube ich, noch... Ja, komm. Nehmen wir einen Erste-Hilfe-Kasten, warum denn nicht? Ich meine, dafür ist die Scheiße da. Und deswegen kann man es auch einsetzen. Das habe ich immer damals bei Rollenspielen zum Beispiel so ein Problem gehabt. Das heißt, Problem. Ich habe mir selber ein Problem gemacht. Ich hatte ja Elixiere und Mega-Elixiere und hast du nicht gesehen. Und ich dachte mir so, nee, jetzt setze ich sie nicht ein. Und dann habe ich das Spiel durchgespielt, hatte irgendwie 60 Elixiere. Naja, wenn man sie nicht einsetzt, aber dann bringt's halt auch nichts, ne? Ich kann den Erste-Hilfe-Koffer noch so lange anstarren, wie ich will. Wenn ich den nicht einsetze, dann ist es irgendwie verschwendet. Vielleicht habe ich ja jetzt auch Glück und hier liegt irgendwas. Da! Yes! Als hätte das Spiel geahnt, dass es wieder unfair ist. Ja, das war so klar. Das war so geplant. Das haben sie extra gemacht. Die wollten mich ködern, die Säcke. So. Nicht mit mir. Moment. Ist das hier der richtige Weg? Oh, shit. Das ist der richtige Weg. Okay, was ist dann das hier? Na, hier ist auch der richtige Weg. Oh, wir haben hier so viele richtige Wege. Wir können gar nicht falsch liegen dieses Mal. Mensch. Ich meine, hier wäre es auch total bescheuert, wenn man irgendwie über Kisten hüpfen müsste.
Das würde ja gar nicht zur Atmosphäre passen, ja. Total Horror-Style hier und so. Gut. Was ist das? Geht's da weiter runter oder geht's da weiter hoch? Ich weiß es noch nicht. Ich dachte gerade... Moment. Frapsy Fraps. Ich dachte gerade, ich wechsle den Abschnitt. Nee. Der Punkt zeigt ja auch nach da... Oh. Sehr, sehr gut. Und ich würde mal sagen, so können wir... Naja, wobei. Ich habe noch eine Minute. Wir wollen ja mal hier nicht... What the shit? Ja. Musste da nach dem Weg fragen oder was? Nee, sie bewegen sich gar nicht mehr. Auch geil. Also, wir wollen ja nicht hier zu geizig sein mit der Zeit. Ich meine, bin ich nicht. Wenn es nach mir ginge, könnte ich auch Stundenparts machen. Aber da bräuchte ich ja 20 Stunden zum Hochladen. Das ist noch nicht mal übertrieben, Leute. Ich brauche für 20 Minuten brauche ich 6 Stunden zum Hochladen, ne? Also, das ist schon nicht so toll. Naja, dann schauen wir uns mal ganz kurz hier oben, bevor ich euch dann letztendlich wieder in die böse, kalte Welt lasse, wo schlaue Leute als geistesgestört dargestellt werden, weil sie sich nicht anpassen wollen. Oh, ich spreche schon wieder aus Erfahrung, das ist echt so krank. Manchmal wünsche ich mir, ich hätte nicht so viel Erfahrung im Leben. Aber es ist leider so. Gut. Hat sich ja dann doch noch gelohnt. Und außerdem muss ich ja anscheinend hierhin. Habe irgendwas eingesammelt. Wie sieht's denn hier aus? Was sind meine Missionsziele? Zerstören. Ach, Bio. Ich habe eine Biobombe gefunden. Boah, geil. Da kann ich da was in die Luft jagen, Mensch. Da kann ich mir den Posten meines Vorgesetzten holen. Wobei, ich bin ja schon der Boss des Alpha-Teams. Na ja, gut. Dann mache ich den Boss des Beta-Teams auch noch platt. Dann habe ich das Beta-Team auch noch in meiner Gewalt. Und dann natürlich das noch das Gamma-Team, falls sie das noch haben. Und dann kann ich natürlich... Hä? Aber wieso zeigt der Pfeil denn nach da? Wahrscheinlich ist der Weg schon richtig. Ich muss halt nur noch die Ebene wechseln, kann ich mir vorstellen. Also würde ich mal sagen, Leute, gehen wir in der nächsten Folge hier mal runter. Das war's heute mit dem Let's Play America's 10 Most Wanted. Habe ich gerade schon mehr Let's Play gesagt, ich meine natürlich facepalmed, aber ist ja auch egal, ist im Endeffekt dasselbe, nur dass das Spiel total grottig ist. Ja. Wenn ihr Bock habt, mich auf irgendeine Art und Weise zu unterstützen, habt ihr in der Videobeschreibung wieder mal phänomenale Links, die sich auch in keinster Weise zum anderen Part geändert haben. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. See ya.